Hallo, ich möchte Sie und euch heute zu einem kleinen Rundgang in mein Atelier einladen und mal zeigen, wie mein Arbeitsplatz aussieht, was ich in den letzten Wochen gemacht habe und ein bisschen dazu erzählen. Dieses Atelier ist auch ein besonderer Raum. Ich darf ihn seit 20 Jahren für meine Malerei nutzen und habe ihn aber kennengelernt vor 23 Jahren noch als Pferdestall. Da wohnten hier vier große Turnierpferde drin und unsere damaligen Vermieter hatten das dann schließlich verändert und wir konnten den Raum als Atelier nutzen. Es ist natürlich toll, weil er hat die Höhe, er hat die alten Fenster und er hat diesen ländlichen Charme auch von der direkten Umgebung her. Und man findet hier ganz viel Ruhe und so gesehen so eine Muße, die für Malerei auch ganz toll ist. Meine aktuelle Serie, das ist eine für mich ziemlich neue Idee gewesen. Frauen auf Bäumen ist der Titel. Und das sind eigentlich alles einzelne Frauen, die in sehr inniger Verbindung, optisch jedenfalls, mit einem bestimmten Baum stehen. Ausgangsmaterial für mich waren alte Schwarz-Weiß-Fotos, die im Ursprung so aus den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts sind, die ein schlauer Mensch gesammelt hat unter diesem Thema Frauen auf Bäumen. Ja, und diese Baumfrauen haben mich sehr angeregt für Malerei, zumal die Fotos eben eine sehr nostalgische Charme-Ebene haben, die ganz abseits von Malerei ist. Und das jetzt wieder in Malerei umzusetzen, das war meine Grundidee, die mich gereizt hat. Und da sind jetzt sehr unterschiedliche Typen bei rausgekommen, die alle auch mit sehr unterschiedlichen Bäumen in dieser Verbindung stehen. Eine emotionale Verbindung ist auf jeden Fall zu spüren und das ist auch so für mich das Spannende daran. Ich selber liebe Bäume auch sehr. Ich denke, Bäume sind in ihrer Vielfalt von der äußeren Erscheinung und in ihrer Konstanz, dass sie praktisch immer am gleichen Punkt stehen und auch in ihrer Wandelbarkeit, dass sie quasi über das Jahr lang so oft ihr äußeres Erscheinungsbild verändern, ist es für mich immer toll, Bäume zu beobachten und zu begucken. Und insofern die Liebe zu Bäumen hat da auch diese Serie in Gang gesetzt für mich. Von der Technik sind diese Bilder für mich vielleicht auch ungewöhnlich. Der Farbaufbau ist eine sehr, sehr dicke Schicht Strukturpaste und eine Schicht geknittertes Papier. Mir ging es darum, so eine Haptik zu erzeugen, die auch schon an Baumrinde erinnert oder auch bei der Malerei diese Ästhetik von Baumrinde leicht hervorholbar macht. Und dadurch sind die jetzt auch sehr rau und spannend anzufassen. Also man darf die auch anfassen, so wie man auch gerne eine Baumrinde vielleicht streichelt, darf man das auch bei den Bildern tun. Ich male mit Acrylfarbe und insofern sind da auch oft sehr dünnflüssige Schichten, mal diese Untermalung und dann male ich praktisch kräftig und dicker drauf weiter. Und darüber entsteht so eine vielschichtige Malerei.